Liebe Schwestern und Brüder, Jesus spricht zu uns in diesem sakramentalen Wort von sich selber. Und sakramental meint ja immer offen und verhüllt zugleich. Das ist diese scheinbar paradoxe Art, wie Gott sich selber zeigt. Offen und doch verhüllt. Dieses sakramentale Wort gibt uns eine Antwort auf die Frage, wie finde ich Gott? Wie komme ich zu Gott? Was ist der Weg? Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und Jesus sagt gleichzeitig, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Alle sind Gezogene, Geladene. Alle werden von Gott Belehrte sein, zitiert Jesus. Die Heilige Schrift des Alten Testaments. Wie gelange ich zu Gott? Dieses sakramentale Wort macht uns ja mehr als deutlich, was wir denn hier tun heute Abend, was die Kirche jeden Tag tut. Dieses sakramentale Wort ernst zu nehmen, es zu feiern, es zu begehen, damit eben Begegnung stattfindet. Das ist sehr umstritten inzwischen. Heute konnte man lesen in einer Kirchenzeitung ein Interview mit einem Regens, einer durchaus großen Diözese und einem einigermaßen, sofern man das heute noch sagen kann, großen Seminar, mit der Überschrift, dieses System von Kirche ist zu Ende. Ja, ich dachte nach der Überschrift, ich könnte dem gut zustimmen. Ich glaube das auch, dass dieses System zu Ende ist. Aber dann war ich doch erstaunt, was er darunter verstand. Er meinte, dass die Priesteramtskandidaten sagten, dieses System sei zu Ende, weil die Menschen eben nicht mehr zum Gottesdienst kommen, weil sie sonntags nicht Eucharistie feiern wollen. Und wenn man dann weiterliest, erfährt man, naja, andere gut gestaltete Gottesdienste werden genauso angenommen wie die Messe. Wozu also noch die Messe? Alle, heißt es dann, sozusagen ein aus der Not geborener Satz, so klingt er, alle sind Seelsorger, alle Getauften sind Seelsorger. Im Grunde genommen, wenn man boshaft wäre, würde man sagen, das ist die Abschaffung des Priestertums. Also er muss um seinen eigenen Job bangen als Regens, weltlich gesprochen. Aber es ist ja viel tiefer. Es ist ja viel tiefer. Eine Bewegung, eine schleichende Bewegung, die permanent das Sakrament entwertet, und das Sakrament entwerten heißt das Wort Jesu entwerten. Es heißt dieses Wort entwerten. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wäre es nicht Aufgabe der Kirche, Aufgabe der Priester, das Sakrament zu erschließen, statt andere schön gestaltete Gottesdienste anzubieten? Wir müssten auf die Suche gehen nach den Menschen und ihnen das Sakrament erschließen, weil es ist das, was ihnen zum Leben fehlt. Man lebt erst ganz und richtig, wenn man ihm hier, dem sakramentalen Herrn, er, der hier spricht, er, der sich selber gibt mit Fleisch und Blut, wenn man ihm begegnen kann. Anders kann man von Leben als Christ gar nicht sprechen. Und wir geben das auf? Ich habe den Eindruck, ein System von Kirche, auch mit solchen Leuten in Verantwortung, ist wirklich am Ende. Aber solange Christus sich selber gibt, auf dem Altar, in der Kommunion, in der Feier der Eucharistie, ist Kirche nie am Ende. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, ist Gott sei Dank, man kann es gar nicht vergleichen, es ist Vitalität pur und nicht ein dummes Interview.